gedrückten Zahlen und die Öffnungen haben aber über Pfingsten zu einem veritablen Konflikt in der Koalition geführt. Bundeskanzler Sebastian Kurz verspricht heute Abend weitere Lockerungen am 17. Juni, kurz nachdem Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein Öffnungen abgelehnt hat und von Luftschlössern des Kanzlers gesprochen hat. Er ist gleich zu Gast im Studio, zuvor aber noch Peter Babutzki. Wie viel Lockerheit ist angesichts der aktuellen Corona-Lage möglich? Um diese Frage ist übers Wochenende ein Streit zwischen dem Bundeskanzler und dem Gesundheitsminister ausgebrochen. Auslöser war dieser Auftritt von Bundeskanzler Kurz am Freitag in Tirol, wo er neue Lockerungen ab Juni ankündigte. Wie zum Beispiel Abstandsregelungen, Quadratmeterbeschränkungen, Sperrstunden und andere Themen, denen wir uns jetzt widmen werden. Die Antwort des Gesundheitsministers folgte auf Twitter. Umso mehr verwundern mich die Aussagen vom Bundeskanzler Kurz zu weiteren Öffnungsschritten zum jetzigen Zeitpunkt, knapp 48 Stunden nach den aktuellen Schritten. Dieses einseitige Abgehen vom gemeinsamen Prozess kann nicht in unserem Interesse sein. Die Antwort der ÖVP ließ dann auch nicht lange auf sich warten, nämlich in Gestalt der Landwirtschaftsministerin und des ÖVP-Klubobmanns. Sie richteten dem Gesundheitsminister aus, dass die Maßnahmen kein Selbstzweck seien und man auch ein Gespür für die Menschen brauche. Und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen begrüße ich jetzt live in unserem Interviewstudio. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Tür. Herr Minister, beginnen wir vielleicht vergangene Woche. Der Bundeskanzler hat am Donnerstag angekündigt, dass diese Woche eine Entscheidung zur weiteren Vorgangsweise bei der Maskenpflicht fallen würde. Sie standen bei der Pressekonferenz sogar neben ihm. Am Nachmittag an diesem Donnerstag hat dann Ihr Ministerium gesagt, dass diese Woche, Zitat, über Lockerungen bei der FFP2-Maskenpflicht gesprochen wird. Am Samstag twittern Sie dann plötzlich, wir haben es im Beitrag gesehen, dass dieses einseitige Abgehen vom gemeinsamen Prozess nicht in unserem Interesse sein könne. Was ist in diesen zwei Tagen passiert? Also wir haben letzten Mittwoch uns unter sechs Augen getroffen, auch der Werner Kogler war dabei und wir haben einen gemeinsamen Pfad festgelegt, so wie übrigens auch vor vier Wochen, der sehr erfolgreich war vor vier Wochen. Wir haben gemeinsam gesprochen, wir haben mit Experten gesprochen und wir haben dann am 23. April gemeinsam kommuniziert und genau so war das jetzt auch vereinbart. Ich habe mir jetzt auch die Aussagen von Kanzler Kurz angeschaut bei der Herfahrt. Der Bundeskanzler sagt zu den Querelen heute nur so viel. Also ich werde meinem Stil treu bleiben und sicherlich kein schlechtes Wort über ein Regierungsmitglied verlieren. Ich glaube, die Bevölkerung erwartet sich zu Recht, dass gearbeitet und nicht gestritten wird. Und ganz allgemein möchte ich noch festhalten, dass aus meiner Sicht immer klar sein muss, dass der Eingriff in Grund- und Freiheitsrechte nur als Ultima Ratio stattfinden kann. Am 17. Juni soll es laut Kurz die nächsten Lockerungen geben, die... Und kann Ihnen sagen, das sind genau die Vorschläge, die wir am Donnerstag dem Bundeskanzleramt übermittelt haben. Insofern ist das jetzt nicht der Weg, den wir uns ausgemacht haben am Mittwoch. Und ich hätte mir eigentlich einen Prozess gewünscht, der wie beim letzten Mal unter Einbindung vor allem auch der Landeshauptleute und der Sozialpartner stattfindet, vielleicht auch einmal der Opposition im Parlament. Aber diese Einbindung findet ja statt. Am Freitag findet ein Gipfel mit den Landeshauptleuten statt. Auch die mit der Opposition soll vielleicht gesprochen werden. Also genau das findet ja statt. Genau. Und jetzt sind die Vorschläge, die wir übermittelt haben am Donnerstag, schon öffentlich. Ich bin dafür. Das sind unsere Vorschläge, die haben wir am Wochenende jetzt mit dem gesamten Team, bei dem ich mich mal bedanke, dass sie das nächste Wochenende durchgearbeitet haben, geprüft mit den Experten. Und der Kanzler hat das heute gesagt. Ich bin eher dafür, dass wir die Maßnahmen schon mit 10. Juni starten. Aber das werden die Gespräche der nächsten Tage zeigen. Aber jetzt kenne ich mich nicht aus. Sie haben ja vor wenigen Tagen die Vorschläge des Bundeskanzlers als entbehrlich dargestellt. Jetzt sagen Sie, es waren Ihre Vorschläge und Sie sind voll dafür? Nein, ich habe nicht mich gegen vorzeitige Öffnungsschritte aus.
abgesprochen, sondern ich habe einen gemeinsamen Prozess, der am Mittwoch vereinbart worden ist, eingefordert. Und das tue ich auch jetzt. Ich glaube, dass die Leute sich orientieren können müssen, dass die Leute klare Ansagen brauchen, einen Zeitpunkt brauchen. Und das war vereinbart, dass wir das mit nächsten Freitag oder diesem Freitag jetzt machen. Die Vorschläge, die am Donnerstag übermittelt worden sind und die heute publik gemacht worden sind, sind in Ordnung. Die sind jetzt auch nach dem Wochenende geprüft und die können aus meiner Sicht eben schon am 17. auch stattfinden. Das heißt, aus Ihrer Sicht kann am 17. Juni wesentliche Teile der Maskenpflicht fallen oder wie darf ich das verstehen? Nein, ich glaube, dass sie am 10. Juni bereits möglich sind. Am 17. hat der Kanzler gesagt...